Im Dschungelcamp plauderte Harald Glöckler, 56, ganz offen über die Eheprobleme mit Mandita Schroth, 73. Wurde ihm genau das nun zum Verhängnis? Wie die Bild berichtet, wurde am Donnerstagmorgen, 10. Februar, ein schwerer Umzugswagen vor der gemeinsamen Villa gesichtet. Bedeutet das nun das Eheaus nach 34 Jahren Beziehung? Nur einen Tag vor dem Hochzeitstag am 11. Februar? Ein Statement von Haralds Rechtsanwalt liefert nun neue Details. Harald Glöckler bestellt Umzugswagen und steigt ein. Kartons mit persönlichen Gegenständen und Koffer voller Kleidung, was am Donnerstagmorgen in dem Umzugswagen geladen wird, dürften wohl persönliche Gegenstände von Designer Harald Glöckler sein. Während der 56-Jährige im südafrikanischen Dschungel um die Krone kämpfte, drückte sein Dieter ihm bis zum Schluss die Daumen. Doch das scheint nun vorbei zu sein. Laut Bildinformationen hat Harald den Umzugswagen sogar selbst bestellt und zieht nun aus der gemeinsamen Villa aus. Harald Glöcklers Rechtsanwalt: Unser Mandant ist nicht ausgezogen. Auf RTL-Anfrage äußert sich nun auch Haralds Rechtsanwalt zu dem Umzugsgeschehen und liefert dabei interessante Details. Unser Mandant ist nicht ausgezogen, sondern bezieht in Berlin eine Zweitwohnung, um sich von dort verstärkt um sein Business zu kümmern. Also doch kein Liebesaus, sondern nur lediglich der Umzug in eine neue Büroräumlichkeit. Wir bleiben dran. RTL News empfiehlt Anzeigen. Im Video: Harald Glöckler bricht im Dschungelcamp wegen toxischer Ehe in Tränen aus. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, bei RTL und auf RTL+.